Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben schon rausgekriegt, dass es eine Stelle der starken Belastung gibt, dort rot umkreist. Dort kommt es häufig zu Brüchen. Wie das zustande kommt, haben wir im letzten Video nochmal erklärt oder gesehen. Wir haben zwei Drehpunkte, einmal an den Rädern und einmal dort, wo die Deichsel am Fahrrad befestigt ist. Diese beiden Punkte wollen sich drehen, Anhänger und Fahrrad schwingen unterschiedlich und da, wo der rote Kreis ist, entstehen die stärksten Kräfte. Das haben wir auch schon festgestellt. Ich habe das versucht zu lösen, indem ich diese flexible Deichselaufhängung dort gebaut habe. Nun sind einige Leute mit Ideen gekommen, die möchte ich euch jetzt vorstellen. Oder einer speziell, und das ist seine Idee. Er hat an dieser Stelle einen Gummipuffer eingebaut, der 75 Shore hat. Das wird wohl die Festigkeit des Gummipuffers sein. Leider hat der Flying Free, ich grüße dich ganz herzlich, mein Freund, nicht genauer gesagt, wo er das her hat und wie er das verbaut hat. Vielleicht magst du uns in den Kommentaren darüber noch ein bisschen was erzählen und vielleicht machst du sogar selber mal ein Video darüber. Ich selber habe noch gedacht, man könne an der Stelle vielleicht Feder oder Federstahl anbringen. Allerdings ist die Lösung von Flying Free um einiges besser, weil sich dort Metall und Metall nicht berührt, sondern das ist ja ein reiner Gummipuffer, der, ich nehme an, rechts und links fest eingebaut Gewinde hat. So habe ich es jedenfalls bei einem Hersteller bei einer schnellen Suche im Internet gesehen. Also diese beiden Möglichkeiten gäbe noch, die dann auch konstruktiv bedeuten, dass man wenig weniger Material verbauen muss. Ja, meine Schwingungsaufnahme enthält ja noch relativ viel Material mit den Resopalplatten. Eine weitere Idee ist mir noch gekommen, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Hier seht ihr die Draufsicht. Links das Fahrrad. Am Fahrrad im hinteren Bereich, blau gezeichnet, sitzt ein U-Stück an der Achse angebracht und das stützt sich am Rahmen fest. Das heißt, das ist unbeweglich. Am hinteren Ende dieses U-Stücks sitzt der Kugelkopf einer handelsüblichen Fahrradkupplung. Auf der rechten Seite seht ihr den Wohnwagen. Rot gezeichnet in V-Form die Deichsel. Die ist so konstruiert in dieser V-Form wie die Deichsel bei Autoanhängern. Aber diese besteht eben nicht aus Metall, aus kräftigem, schwerem Metall, sondern aus GFK. Das GFK hat nun die Eigenschaft, dass es dauerelastisch ist und man müsste herausfinden, wie stark dieses GFK sein müsste, damit der Wagen selber nicht zu doll wippt und schwingt. Das hätte den Vorteil, dass dort automatisch durch den Einbau des GFKs eine flexible Verbindung entsteht und eben eher keine Brüche entstehen. Das ist die Idee dazu. Vielleicht ist das hier eine Inspiration für aktuelle Bauer oder zukünftige Bauer, um Deichselbrüche zu vermeiden. Herzliche Grüße an euch. Tschüss, tschüss, euer Peter.